Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de EU Tiger Ghost. Ja, wir befinden uns mal wieder im Gelben und als allererstes endlich wieder ein Tiger Ghost Video. Ja, ich habe leider eine schlechte Nachricht und zwar ist leider mein Pet gestorben. Das, ja gut, ist jetzt miese gelaufen, ist mir so auch noch nicht passiert. Beziehungsweise mir ist schon mal ein Pet gestorben, das auf jeden Fall. Aber keins, was die Tage brauchte, damit ich das weiterentwickeln kann. Ja, ihr seht gerade 40 Tage, das heißt, ich brauche 4 Proteinhappen von diesen göttlichen. Wie viele DR waren das? Auf jeden Fall zu viele. Ich glaube, über 700. Ja, kannst du nichts machen, ne? Aber ich brauche, wie gesagt, die Tage, um das zu entwickeln. Und das machen wir jetzt mal flott. Man muss P drücken, bis ich da drauf gekommen bin. Alter Falter. So, und jetzt muss ich hier drauf. Wieder zu belebendes Pet und dann das Material rein. So, aha. Ja, keine Ahnung. Also, das ist schon einiges, aber ich habe keine Zeit, die Tage wieder aufzuholen. Und im Endeffekt, ja, haben wir es jetzt. Da ist das Pet wieder. Polycarbonat ist wieder Leben mit 32 Tagen. Wie gesagt, die Werte sind halt nicht wirklich gut, aber 3 Skills und... Naja, die Bücher habe ich schon, ne? Von daher muss das Pet jetzt hoch vom Level her, darf auf gar keinen Fall nochmal sterben. Ja gut, Leute, bei der letzten Folge hat es nicht geklappt und ich habe jetzt gerade einfach Just for Fun 2-3 Mal am Rad gedreht. Ja, und habe Nasar bekommen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich werde dann mal schauen, wie ich das einsetzen werde. Ja, moin. So, Leute, noch ein kleiner Stream-Ausschnitt, aber nachkommentiert. Das Event ist ja jetzt doch schon vorbei. Ich habe mir aber gedacht, okay, kannst du noch ein bisschen was zeigen? Im Endeffekt war es ein ziemlich ruhiger, aber cooler Stream. Da nochmal an alle, die dabei waren, viele, viele Grüße. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, ich glaube, am Ende des Events war ich irgendwie Platz 2 oder so. Ich glaube, man hat aber keine Belohnung bekommen, ne? Von daher war es eigentlich total unnütz. Auf jeden Fall habt ihr gerade gesehen, ich habe so viele Ringe bekommen, dass ich die tatsächlich bei der Gimi verkauft habe, da mir die im Endeffekt nichts gebracht haben. Denn die hatten alle dieselbe Zeit und die wären dann alle zur selben Zeit wieder abgelaufen. Von daher, ja, Gimi, hallo gesagt. Und im Endeffekt habe ich da natürlich auf die Drachenzange gegeiert. Aber mal wieder Fossilak nichts bekommen. Aber ich habe die ein oder andere Petkiste bekommen. Die werden wir jetzt gleich auch aufmachen. Und auch noch ein paar andere Sachen. Und ich würde sagen, wir machen das direkt mal. Let's go. So, ihr habt gesehen, was so aus dem Rad rauskam. Und ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu öffnen. Unter anderem 20 Petkisten. Ja, da hoffe ich natürlich, dass da das eine oder andere Razzador-Ei rauskommt. Aber wie ich gehört habe, sind da meistens Affeneier drin, die wir nicht so gebrauchen können. Aber was soll's, wir machen die gleich auf. Vorher machen wir aber hier die Tränketruhe. Ich glaube, die sind ziemlich... Naja. Oh, wobei... Okay, ja gut, so ein bisschen Angriffswert, Wasser und so weiter. Eine Drachentruhe haben wir auch noch. Was kriegen wir denn da raus? Granat, Saphir, geschliffener Granat, sehr schön. Diamant, geschliffener Onyx, ja doch... Das kann man machen, auch nett, aber die Petkisten sind natürlich das, wo jetzt mal gerne was rauskommen kann. Baby Bushido Ei, aha, auch was wert. Spinnenei, Affenei, Ei des Razzador, nice. Ei des Razzador, nice. Spinnenei, glaube ich nicht so viel. Noch ein Ei des Razzador. Ey, die haben mir gesagt, da kommen nur Affeneier raus. Ja, ist jetzt bei mir ein bisschen anders, ne? Hab ich übel viel Lack gerade? Kann das? Affenei, Affenei. Ja, ich hab mich beschwert, jetzt kommen nur noch Affeneier. Ein Ei des Nemre. Affenei, Affenei. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Ei des Nemre. Moppelchen. Affenei, Affenei. Na gut, also ich glaube, da kann ich mich nicht beschweren. Moppelchen ist natürlich nochmal... ja, ich weiß gar nicht, sind die so beliebt? Ich glaube eher nicht, ne? Ah, ich weiß es nicht. Aber ich werde sie auf jeden Fall mal in den Markt stellen. Deswegen habe ich die jetzt so aufgemacht, damit ich noch flott einen Markt stellen kann. Einen Shop stellen kann, sorry. Ja gut. Ist, glaube ich, gut gelaufen. Kurzer Cut. Also, Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich habe mir gerade einen Waffenskin gekauft in der Blitzauktion.
und habe mir gedacht, ja komm, jetzt hast du noch ein paar Münzen und so, drehst du noch zwei, drei Mal. Ich habe legit dreimal gedreht und es kam der nächste Ring. Ja, GG, kann man mal machen, ne? So Leute, wir sind nochmal beim Alchemisten, denn da ist momentan ein bisschen Potenzial auf jeden Fall. Wir sind zwar gerade nur bei Rubin, aber ich konnte rein theoretisch bis Legendär durchappen. Ja gut, hat sich erledigt. Bei den anderen, ja komm, Jade mache ich auch nochmal. Granat bewahre ich mir aber auf. So, da haben wir einen antiken Versuch. Das wäre, ja gut, hat sich erledigt. Ich hätte sogar einen antiken, hätte ich auf Legendär versuchen können. Und da habe ich auch schon einen. Ah, miese. Aber ich habe auf jeden Fall zwei legendäre Unix. Die versuchen wir jetzt einfach mal. Wäre natürlich nice, wenn das klappen würde. So, Jung. Gemütlich. Wäre nice. Ey, das gibt es nicht. Also, ach ja. Haben wir noch was Niedrigeres? Komm schon, Junge. Das klappt natürlich. Ich hätte den echt gerne mythisch gehabt, ne? Okay, Antik. Ja, komm, dann lass mal appen. Ey. Da, wo es dann anfängt, wertvoll zu werden, ne? Da hätte ich auch weiter appen können. Hätte ich wahrscheinlich eventuell einen mythischen gehabt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Granat wollte ich nicht. Habe ich hier unten noch? Ja, hier habe ich unten noch ein paar. Zack, zack. Ja, ich glaube hier. Ey, das ist, was habe ich denn heute für ein Alchi-Pech? Was ist denn das? Antiken, ja gut. Antiker Onyx, das ist okay. Ja gut, hier können wir nicht mehr wirklich weiter haben. Ah, der Diamant noch. Da wollte ich eigentlich gucken, was die wert sind. Also die perfekten Legendären, ob die jemand kauft. Ja, muss ich erstmal noch gucken. Ich mache erstmal nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, ich habe mir nur kurz gedacht, okay, du gehst auch flott ein bisschen in den Roten Wald um. Ihr seht es schon, es droppt momentan okay Karten. Ich hätte doch ganz gerne den ein oder anderen Handschuh, so dass ich die besser droppen kann. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn das klappen würde. Und ich sehe gerade keinen Handschuh dabei. Ja, na gut, dann muss ich nochmal weiter gucken. Bis gleich. So, wir machen den zweiten Versuch oder sind gerade dabei. Ja, wie gesagt, wäre ziemlich, ziemlich nice, wenn ich jetzt noch einen Handschuh bekommen würde. Denn dann könnte ich noch ein bisschen mehr Okay-Karten farmen. Auch wenn ich weiß, dass das Event ist, wo die schlechteren Boxen rauskommen. Beziehungsweise kein magischer Stein und so weiter. Alter Falter, das sind enorm viele Waffen. Was ist denn da los? Aber kein Handschuh bei. Was soll das denn? Warum habe ich so viele Waffen da rausbekommen? Ich meine, gut, da freut sich der Pet, ne? Aber ein Handschuh hätte ja schon gönnen können. So, Leute, der letzte Versuch, hier nochmal einen Handschuh rauszubekommen. Ich habe einen Handschuh an, genau. Komm schon, Junge. Drachengott, gönn einfach mal in der Folge. Ansonsten muss ich das halt außerhalb der Folge machen. Dann mache ich das halt privat. Da kommen schon wieder so viele Sachen raus. Bogen, Bogen, Bogen. Buch des Vergessens. Kein Handschuh. Ah, doch, Handschuh des Diebes. Aha. Aha. Okay, ja gut. Dann hat sich das ja doch noch gelohnt. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So, Leute, wie soll es anders sein? Erste Kartenset gespielt. Direkt mal 390 Punkte, 10 Punkte und ich hätte eine Goldene bekommen. Ah. Mann, 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 Mann. Ja gut. Wo ist sie denn jetzt? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Also, ja komm, dann machen wir die mal auf. Erfahrungspunkte, geile Sache. Ja gut, ah ja, wir können auf jeden Fall noch, hatte ich ein bisschen gesammelt. Zack, zack, zack. Da, 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 kurz nachgucken. Okay. Komm schon, Junge, du musst jetzt Level up gehen. Ansonsten wäre das nicht so gut. Geh Level up. Das gibt's nicht. Wie viele XP braucht er denn? Ach, ja gut, das wird auf jeden Fall eine Sache sein für die nächste Folge. Ich will in der nächsten Folge auf jeden Fall das Pet so weit haben, dass ich da die Fähigkeiten reinmachen kann. Und
Ich möchte Klinge auf P lesen. Genau, dafür farme ich gerade noch ein paar Rangpunkte. Das soll es jetzt aber für diese Folge gewesen sein. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie mein Reflink zum Metin 2 und mein Amazon Gaming Equipment. Falls ihr Codes für Tiger Ghost braucht, findet ihr auch alles in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.